sage. Herzlich willkommen bei Facebook Live hier vom SPD-Parteitag. Ich stehe hier mit Lars Klingbeil, seit heute neuer Generalsekretär der SPD. 70% ungefähr geholt. Ist das jetzt eigentlich ein gutes Ergebnis oder ist das ein ordentliches Ergebnis? Ja, das ist ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin. Ich freue mich hier auf die Aufgaben, die jetzt vor mir liegen. Ich habe im Vorfeld gesagt, ich will die SPD erneuern. Das heißt auch, ich werde unbequem sein an einigen Stellen. Und ich glaube, dieses Ergebnis drückt auch aus, dass ich einige noch vom Erneuerungsprozess überzeugen muss. Sie haben ja gerade noch im Vorgespräch gesagt, Sie haben sich mal geschworen, wenn Sie mal in Charge sind, in verantwortlicher Position bei der SPD, dann kommt ein Kettka-Zitat in die erste Rede. Das hat heute geklappt, oder? Ja, ich wurde in der Tat gestern von jemandem an meine Aussage erinnert, dass ich gesagt habe, wenn ich mal irgendwann eine wichtige Rede halte, dann möchte ich gerne Kettka, eine meiner Lieblingsbands, zitieren. Und heute Nacht, sozusagen nachdem die Rede schon fertig war, habe ich dann nach einer Stelle gesucht. Und in diesem Song geht es ja um Erneuerung, um auch darum, Sachen anders zu machen. Und das passte dann ganz gut in die Rede. Wir sind ungefähr eine Generation. Kettka ist für mich auch eine Band, die ich viel höre. Was ist sonst so musikgeschmackmäßig? Auch ganz viel. Also ich war jetzt dieses Jahr, glaube ich, auf einem Clouseau-Konzert, auf einem Casper-Konzert. Ich war auf einem Coldplay-Konzert. Alles fängt mit C an, merke ich gerade. Materia steht jetzt für nächstes Jahr nochmal auf der Tagesordnung. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt Generalsekretär auch viel Zeit noch für Konzerte haben werde. Das ist mir schon wichtig. Übrigens auch der Austausch mit Kulturschaffenden. Aber Musik spielt insgesamt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich gucke ab und zu auch mal auf mein Handy, weil ich hier ein paar Fragen schon habe. Wir haben ja aufgerufen zu Fragen, da kommen wir aber gleich zu. Leute aus dem Netz konnten Fragen stellen, die stellen wir gleich auch. Aber jetzt kommen wir mal zur SPD. Sie sind ja quasi auch gewählt worden oder von Martin Schulz ausgesucht worden, um diese Partei auch zu erneuern. Dieser Hashtag SPD erneuern, der ist ja auch mit Ihrem Namen verbunden, oder? Genau, also das war eine ganze Reihe von Gesprächen auch, die Martin Schulz und ich hatten, wo es immer um diese Frage ging, wie kann eine Erneuerung der Partei eigentlich aussehen? Und das ist mir schon sehr wichtig. Ich komme als Generalsekretär, um die SPD zu erneuern. Das Thema will ich vorantreiben. Und das muss auch nach einem Wahlergebnis von 20,5% kommen, dass diese Partei sich jetzt in einigen Fragen grundlegend verändert. Was heißt denn grundlegend verändert? Wo muss denn das jetzt ansetzen? Also wo setzt der Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag an, wenn er zum ersten Mal so richtig ins Büro geht? Was sind die ersten Schritte, um die SPD zu erneuern? Also das sind ganz viele Punkte. Das fängt damit an, dass wir uns die Strukturen der Partei angucken. Es gibt Regionen, da sind wir stark. Es gibt welche, da sind wir sehr schwach. Da sind wir auch schwächer geworden. Also eine genaue Auswertung zu machen, wie kann man da eigentlich vorankommen? Warum gibt es diese Unterschiedlichkeit? Und dann eben auch Schlüsse daraus zu ziehen. Das zweite ist eine digitale Beteiligungsstruktur. Ich erlebe unfassbar viele Menschen, die sich einbringen wollen in die SPD, die für unsere Ideale streiten wollen, aber die nicht wissen, wo sie das machen können. Also weil der Ortsverein und die klassische Ortsvereinsarbeit für die nicht funktioniert. Junge Väter, junge Mütter, berufstätige Menschen, die im Ausland leben, die wollen mitmachen. Und da eine Plattform zu haben, wo die mitmachen können, wo sie Anträge erarbeiten können, wo sie sich einbringen können, ist ein weiterer wichtiger Schritt, den ich angehen will. Wie kann man sowas machen? Haben Sie sich da schon im Vorfeld Gedanken gemacht oder ist das jetzt erstmal nur, wir müssen für die sorgen oder haben Sie schon konkrete Ideen? Also ich kriege ganz viele Vorschläge, auch seitdem ich das vorstelle, wie man das digital machen kann. Aber wir werden das in der organisationspolitischen Kommission, die gibt es beim Parteivorstand, jetzt entwickeln. Ich will auch viele Leute mitnehmen auf dem Weg, weil es am Ende eine große Legitimation auch dafür braucht, dass wir diese Schritte gehen. Und der Leitantrag, der ja heute hoffentlich beschlossen wird auf diesem Parteitag, der zeigt die ersten Punkte auf, wie wir die digitale Erneuerung auch vorantreiben können. Sie sind jetzt für zwei Jahre gewählt. Es gibt eine Frage, Moment, ich muss mal gerade gucken. Das ist immer ein bisschen schwierig. Al Frankstone fragt, wie lange würden Sie eigentlich im Amt bleiben? Also ist das jetzt für zwei Jahre und danach wollen Sie Bilanz ziehen und sagen, okay, das war's jetzt? Oder auf wie lange legt man so ein Generalsekretariat aus? Das kann ich heute überhaupt nicht sagen. Ich bin für zwei Jahre gewählt. Ich hoffe, dass ich die zwei Jahre machen kann, weil ich auch glaube, dass so ein Erneuerungsprozess länger dauert. Aber wenn ich mir meine Vorgänger angucke, dann sehe ich, dass Hubertus Heil für einen kurzen Zeitraum da war, dass Katharina Barley auch für einen kürzeren Zeitraum da war, Yasmin Fahimi war länger als zwei Jahre da. Also da muss man, glaube ich, mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Aber ich bin für zwei Jahre gewählt, sage, dieser Erneuerungsprozess, der muss auch deutlich länger sogar als zwei Jahre gehen. Und ich hoffe, dass ich nach zwei Jahren eine gute Bilanz ziehen kann, ob ich dann weitermache, an welcher Stelle ich dann weitermache. Das entscheide nicht ich, sondern ein Parteitag. Was muss denn die Bilanz am Ende sein, dass Sie sagen, das war ein gute zwei Jahre? Also ich würde mir wünschen, dass die SPD digitaler wird, dass sie auch jünger wird, dass sie mutiger wird, klarer auch in ihrer Positionierung. Und was ich mir vor allem wünsche, ist, dass die Partei selbstbewusster wird, dass sie wieder eine andere Haltung annimmt und auch mit Stolz nach außen vertritt, was sie alles leistet. Und dass wir in zwei Jahren noch sagen, sie leistet mehr, als das heute der Fall ist. Eine Diskussion im Vorfeld bei ihrer auch Nominierung war ja auch,
Lars Klingbeil ist ein Mann. Und viele Frauen in der SPD haben gesagt, warum setzen wir auf diese Position eigentlich keine Frau? Was sagen Sie denen, die die Gleichstellungsdebatte in der SPD vorantreiben wollen? Also wir haben im Vorfeld des Parteitages immer gesagt, die SPD muss jünger, weiblicher, digitaler werden. Ich bin jünger, hoffe ich zumindest mit 39 Jahren, dass das viele so sehen, dass ich noch jung bin. Digital bin ich auch, weiblich bin ich nicht, das stimmt. Aber mit mir kommt ein Generalsekretär, der diesen Kulturwandel vorantreibt. Ich lebe in meinem Leben wie selbstverständlich in einer gleichberechtigten Beziehung. Ein Thema, was für mich völlig selbstverständlich ist. Das will ich auch in meiner Partei vorantreiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe schon erklärt, es wird keine Podiumsdiskussion mehr geben, die aus dem Willy Brandt-Haus unterstützt wird, wo nur Männer sitzen. Sowas geht nicht mehr. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Ich werde morgen eine Bundesgeschäftsführerin vorschlagen mit Nancy Böning, die im Parteivorstand dann gewählt wird, und mit der werde ich die Strecke anfangen. Und am Ende, glaube ich, kann man sagen, die SPD ist jünger, weiblicher und digitaler geworden durch den Generalsekretär Lars Klingbeil. Wir schauen mal auf die Fragen aus dem Netz. Dann habe ich hier zum Beispiel Erich Lange, der fragt, steht Herr Klingbeil für eine Wiederaufrüstung mit Waffen oder eine Entspannung mit Worten? Lars Klingbeil steht erstmal für das Wahlprogramm der SPD. Das ist die Grundlage, auf der wir Politik machen. Ich bin Mitglied im Verteidigungsausschuss. Das ist mir auch persönlich ein wichtiges Thema, weil ich doch meine ersten politischen Erfahrungen auch machen musste, als ich in Kirchen in meinem Wahlkreis gesessen habe, wo viele Soldatinnen und Soldaten herkamen, die im Afghanistan-Einsatz gefallen sind, dort umgekommen sind, weil sie vom Bundestag in Auslandseinsätze geschickt wurden. Das kann man kritisieren, aber ich sage, solange diese Entscheidungen getroffen werden, müssen wir als Politik dafür sorgen, dass Soldatinnen und Soldaten gut ausgerüstet sind. Und da hatten wir im Wahlprogramm immer einen sehr klugen Kompromiss. Wir haben gesagt, wir machen keine Aufrüstung à la Trump, also dieses 2%-Ziel, aber wir stehen schon dafür, dass mehr Geld auch für Verteidigung ausgegeben wird, wenn es zum Beispiel darum geht, Soldatinnen und Soldaten besser zu qualifizieren und auch auszustatten. Mhm. Dann hätte ich die Frage von Joey Unterwerner, der schreibt länger, aber ich glaube, ich kann es zusammenfassen. Das Projekt Bürgerversicherung, ist das eine rote Linie in Koalitionsverhandlungen mit der SPD, mit der Union? Muss die Bürgerversicherung am Ende da stehen? Also wir haben ja auf diesem Parteitag keine rote Linien definiert, aber wir haben gesagt, welche Punkte für uns wichtig sind. Und ich finde, es bringt doch nichts, jetzt in ergebnisoffene Gespräche zu gehen und zu sagen, die und die Punkte sind für uns unverhandelbar. Die CDU-Vorsitzende weiß, welches für uns die wichtigen Punkte sind, und eine Bürgerversicherung gehört damit dazu, weil wir einfach sehen, welche Probleme es heute im Gesundheitssystem gibt. Das Empfinden der Menschen, dass wir in einer Zwei-Klassen-Medizin sind, dass die einen, die sich das leisten können, gut behandelt werden und die anderen immer weiter zurückfallen, das ist da, und deswegen wollen wir das Gesundheitssystem grundlegend anpacken. Da gehört für uns eine Bürgerversicherung dazu, und es liegt jetzt an Frau Merkel auch wirklich zu zeigen, dass sie bereit ist, mit uns darüber zu reden. Was sind denn ganz grundsätzlich ansonsten die Dinge, mit denen die SPD jetzt in Gespräche mit der Union geht? Also Gesundheit, Pflege sind ganz wichtige Punkte. Übrigens mehr Personal auch im Pflegebereich. Das ist ein großes Problem, was sich in Deutschland gerade entwickelt, dass wir da nicht ausreichend Personal haben. Dann geht es für mich auch um Milliardeninvestitionen in Bildung. Die Frage auch, wie kann der Bund in der Bildung mitreden? Und ein weiteres wichtiges Thema für mich ist Europa. Also die Bundesregierung muss es schaffen, jetzt endlich Antworten auf die Reformvorschläge von Macron zu formulieren. Europa muss vorangehen. Das ist mir als junger Mensch, der mit Europa aufgewachsen ist, der immer von Europa profitiert hat, der aber auch sieht, in welcher Krise Europa sich gerade befindet, sehr wichtig, dass wir eine klare proeuropäische Haltung haben. Da gibt es auch eine Frage von Robin Schäbiger. Was denkt denn Herr Klingbeil über Martin Schulz' Forderung nach einer europäischen Verfassung bis 2025? Das halte ich für richtig, weil es genau das ist, was ich gerade beschrieben habe. Wir gehen europäisch voran. Wir besetzen das Thema. Martin Schulz hat ja gestern auch sehr klar gesagt, dass er die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen will bei der Erarbeitung dieser Verfassung. Also Europa zu einem Projekt der Bürgerinnen und Bürger zu machen und nicht nur der Nationalstaaten, ist genau der richtige Weg. Wir reden jetzt immer über ergebnisoffene Gespräche mit der Union, aber dann gibt es eine Frage von, Moment, hab's gleich, Michael Brabender, der fragt nämlich eben gar nicht nach der Union, sondern der fragt nach Rot-Rot-Grün. Gibt es diese Option eigentlich noch in der Zukunft? Also in der Zukunft kann es die geben, da muss man auch in der Tat drüber reden. Es gibt ja Gesprächskanäle zu den Linken, zu den Grünen sowieso, mit denen wir ja sehr solidarisch auch verbunden sind. Martin Schulz hat sich jetzt gerade erst mit der Spitze der Grünen noch getroffen, um über die aktuelle politische Situation zu reden. Aber wenn wir die Mehrheitsverhältnisse uns angucken, dann ist es nicht mal theoretisch ein Projekt für diese Legislatur. Also insofern werden die ergebnisoffenen Gespräche in den nächsten Tagen andere sein als welche über Rot-Rot-Grün. Vielen Dank, Lars Klingbeil, der neue Generalsekretär der SPD, live über den Tagesschau-Account auf Facebook.